Hallo, was machen Sachen hier? Wir von den Twilight Eagles hatten letztens einen sehr, sehr lustigen Community-Spieleabend gemacht. Und für alle, die sich jetzt wundern, Twilight Eagles, was zur Hölle ist das? Einmal mal kurz erklärt. Twilight Eagles ist eine Multi-Gaming- und Streaming-Community. Bei mir läuft das gerade mainly auf Twitch. Ich versuche das gerade auch so ein bisschen mit auf YouTube rüberzuholen, dass das, was auf Twitch und auf YouTube passiert, so mehr so zusammengehört. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Und wie gesagt, wir hatten uns einfach getroffen für einen Spieleabend und haben mainly Sketchful gespielt und einfach so generell Blödsinn gelabert und das habe ich alles für euch einfach mal highlightmäßig in diesem Video zusammengeschnitten und ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem folgenden Video. Oh, Er geht's weiter. Oh, ich hab was Schönes. Guck mal hier. Wie meint ihr das am besten? Ich hab vielleicht mal hier mal da ausfüllen. Ich treffe nicht. Oh, machen wir das blau. Weil hier so schöne Kinderzeichnung. Eigentlich alles gelb. Ich wollte dein Ernst? den Da fucking ist die Wiese, Stift da ist. Hintergrund, da ist es Sonne, keine Wolke zu sehen, es ist Wolke. Guck mal, ich kann ja auch eine Wolke malen. Guck mal. Ich Weil hab's ja schon erraten. einer hat es nicht erraten. Es geht ja Ja. noch weiter. Aber Aber muss ich hier. das echt noch reinschreiben? Ja, du musst das Ja! reinschreiben. Bis alle es erraten haben. Guck, ich habe auch eine Wolke Hast du gemalt. reingeschrieben? Es ist Ich hab's halt nicht geschrieben. Wolke. Das ist was Was anderes. zur Hölle? Entschuldigung, bist du ein Er Arsch? hat Wolke gesagt, deswegen. Ach, nicht Wieso, nicht die Nein. Wiese. Boah, ich kann nicht mal hier noch Ja, jemanden. ist es auch nicht. Hä? Die Sonne. Das gelbe Ding da oben. Ich kann ja keinen Was? gelben Punkt malen. Das kann ja kein Schwein erraten. Ich brauche schon ein bisschen Ambiente. Oh, ganz einfach. Er verarscht uns dann. Oha. Ah, ich war schneller. Ja, ich kann nicht schreiben. Am Ende ist es ein Boah. Huhn oder so, das habe ich gedacht, er verarscht uns. Und mal dann einfach dieses Kinderzeichen, wo er eine Hand malt und da ein Huhn draus malt. So war mein Gedankengang gerade. Aber sowas haben wir ja auch schon einige Male Ja, erlebt. eben. Wo dann. Wo plötzlich jemand irgendwas ganz komplett anderes dann rausgezeichnet hat. Ja, eben. Das war so mein Gedankengang. Es ist was Einfaches. Der verarscht uns doch. Das kann doch nicht sein. Ah, ich glaube, ich nehme das Das sieht da. aus wie eine Maus, ne? Was ist das für ein Wort? Eine Maus würde Oh. piepsen und das hast du auch nicht geschrieben. Ui. Okay, das sieht komisch Das aus. sieht sehr komisch aus. Ich muss auch lachen. Gesundheit. Ich wollte gerade erst Titten schreiben. Es ist TOS, nee, es sind keine Titten, aber es geht in die Richtung. Vielleicht ein bisschen was wegradieren. Es war es nicht besser. Mist. So. Ich hab's. Yay. Das ist echt schwer zu zeichnen und zu lachen. Es sieht so abwegig aus. Dingen hast du mit den Titten angefangen. Ja, aber die sind Titten, die gemalt worden sind, nicht von Ja. einer Frau. Ja, eben, ich male keine männlichen Leute. Ich male fast nur noch Frauen. Und das hat nicht funktioniert. Ja, nun. Weil es kann auch eine Frau sein. Oh ja, eine Frau Ja, kann das schon, auch aber die haben. sind doch nicht so groß. Die Nee. sind dann eher kleiner. Weil das auch so proportional ist, das, was ich da gezeichnet habe. Ich meine ein bisschen Shading rein oder so. Hier ist noch ein Ich gebe dir mal einen Schatten. kleinen Tipp. Oben siehst du ja die Buchstaben, wie viele benötigt werden. Ja, Oh ich. Waschbrettbauch! Gut, sowas habe ich eine Weile nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt. war so dumm, aber ich musste das nehmen. Ihr wisst Ja. auch, dass einige Folgen im deutschen Fernsehen verboten worden sind. Ja, das mit der Pistole im Leuchtturm zum Beispiel, das weiß ich. Genau. Oder Porygon. Oder wo James Titten hat. Ach, stimmt, diese Beach-Folge, ja. Aber die kam in Deutschland noch nie raus. Genau, die kam in Die Deutschland kam nie nie raus. raus. Die kam nicht raus. Wie hießen die Quallen nochmal? Tentoxa und Tentara. Tentara. Wegen, ja, Das war die wegen. Folge mit denen, wo die Stadt überschwemmt wird. Nee, das war eine andere. Nee, das ist die Oder war Folge. das die? Ja. Oh, das ist so lange her, keine Ahnung. Naja,
erste Staffel. Es gab auch einige Folgen, die nicht ausgestrahlt wurden wegen Welser, wegen Erdbeben, weil das zu der Zeit war, wo viele Erdbeben waren. Aber ich weiß nicht, ob die weltweit nicht ausgestrahlt wurden. Die wurden auf jeden Fall in manchen Gebieten nicht ausgestrahlt, wegen Erdbeben halt. Es gibt einige. Es gibt ja einiges. Einige. Oder halt dieses Porygon. Bestimmten Dingen, ne? Ja, auch wie diese Porygon-Folge wegen Epilepsie. Boah. Oder, das ist aber sehr skriptisch. Vor allen Dingen, weil du diesen Kompass da so groß gemalt hast. Und das ja. Ich weiß. Aber ich dachte, man kommt eher drauf, wenn man so zwei Wörter zusammensetzt, wie wenn ich jetzt einfach bunte Linien male. Nee, da hättest du einfach ein Eismeer oder sowas malen können. Das wäre einfacher gewesen. So eine ganze Szene. Ich war hier so, keine Ahnung, ich hab zu wenig Blau dafür. Ozonloch. Hier so Eisberge. Wetterleuchten. Ja, noch so ein Berg oder wie. Und dann gibt's halt hier dieses... Ist ein Ozonloch. Panda. Ja, Norden ist oben. Ja eben, Nordlicht. Oh, Nordlicht. Ja, ich bin Ozonloch. Ist... Ich sag mir, es ist kryptisch. Ihr habt meinen Gedankengang nicht richtig denken können. Vor allen Dingen diese langen Wörter die ganze Zeit. Ja, weil die anderen Wörter kacke sind. So, Runde 3, letzte Runde. Ich war draußen spielen. Man kann auch draußen Domino spielen. Man kann die Packung mehr nach draußen nehmen. Genau, welcher, keine Ahnung, 8- bis 14-Jährige nimmt Dominosteine mit nach draußen. Ja, die haben draußen Schach gespielt, ich weiß nicht, was du willst. Den Gandalf male ich jetzt nicht. Warum hier nicht? Was ist das für Stadt? Okay. Das Ding hat aber auch Dinge gesehen, die es nicht sehen wollte, oder? Ich habe auch keine Ahnung, was da wieder zuschnitt. Das ist ja herrlich. Das ist super. Ich möchte das bitte als Tattoo. Nicht bekannt vor. Ich möchte das als Tattoo haben. Das ist super. Wie dieses komplett verkorkste Klumanda. Okay, ich bin mal gespannt. Der ist ganz arm. Der hat nur das, wo er drauf ist. Der hat keinen Bettrahmen. Guck, der ist schwerst alkoholabhängig. Der kann sich nur das Ding leisten. Aber was ist das, womit er sich zudeckt? Ja, darum geht's ja gar nicht. Es geht ums Graue. Okay. Ich weiß nicht, ob ich noch weiter malen kann, wie Bierflaschen verspritzen verteilen oder so. Also ich wüsste nicht, dass ich in der Innenstadt schon mal so eine Matratze auf dem Boden gesehen habe. Ja, vielleicht ist er ja auch zu Hause, ist er eine Matratze, kann er sich immerhin leisten. Oh. Kriegt er jetzt noch einen Pinsel. Vor allem links. Aber der hat doch nur ein Ohr. Ja, er war auch ein Künstler. Nicht der. Das linke Ohr, was zu sehen ist, das hätte dann weggemacht. Ja, eben, er hat ja noch ein Ohr. Wir sind noch dran. Wir könnten zum Beispiel auch sowas wie Gus Gus Duck spielen. Wir sind aber wieder echt nett zueinander. Aber wie mache ich das? Egal, ist mir jetzt vollkommen egal, ich will das zeichnen. Ja, aber wie? Ich weiß nicht. Ich mach jetzt hier. Oh Gott, dann, länger ging nicht. Dann nehme ich. Drei Wörter. Ja. Aber wie mein ich das? Ich nehme. Aua. Schrocken. Ich mache das jetzt einfach grau, das müsste eigentlich weiß sein. Ich glaube, ich habe die Farbe falsch gewählt. Egal. Egal. Das war jetzt wichtig für mich, dass ich die beiden zeichne. Für den Jake. Oh, ich muss jetzt nochmal AFK. Das sagt alle haben 0 Punkte. Ja, egal. Ja, weil es keiner erraten hat. Ja, das war bestimmt gut gezeichnet. Irgendwo habe ich auch. Hier zeigen sich Bildungslücken. Kennt Elsa nicht, ihr kennt Finn und Jake nicht. Furchtbar. Das ist halt einfach genau das, was man denkt. Oh, dann, wo soll ich denn noch welche hinmachen? Ich weiß nicht, was ich schreiben soll, no. Das, was es ist, sollst du hinschreiben. Ja, aber was ist es? Ups, okay.
Es ist schon mal ein Verb. Es fängt mit einem kleinen Buchstaben an. Oh mein Gott, nein. Das ist kein Verb. Nein. Dann ist es ein Adjektiv, ist mir egal. Das ist kein Nomen. Genau, Adjektiv. Oh mein Gott, Alter. Boah, hätte ich jetzt Chewbacca zeichnen sollen? Und das ist kein Verb. Das ist keine Paarung, sondern das ist eine Haarung. Das hatten wir gerade geklärt, Jere. Ich weiß, dass ich doof bin und Deutsch nicht kann. Ja, es ist kein Nomen. Hier meine 1A-Kunst. Meine hat auch irgendwie ein Pipi. So, mach ich mal weg. Ein unbekannter Name, wer sagt das denn? Das wissen viele. Ist ein Gott. Hä? Ja, ja. Wird so ein Null verwendet in irgendwelchen Filmen. Wieso? Einer der drei Hauptgötter. Was willst du? Ja, vor allen Dingen, hier, es gibt doch diesen Film mit dem Jungen. Ja. Den Sohn davon. Ja. Um den geht's doch die ganze Zeit. Weil er Halbgott ist. Peter Jackson. Ja, und wer ist der Vater? Poseidon. Yay! Der Herr der Meere. Ja. Lol, ich bin mal Erster, Jera, was los? Ja, Poseidon und Neptun ist ein und derselbe Gott übrigens, ne? Ja. Das kommt nur aus zwei verschiedenen. Religionen. Nee, ja. Nee, sind das Religionen? Griechen und die. Nee. Zählt das als Religion? Ich hab keine Ahnung. Boah, ja, ist Religion schon, ja. Ist das Religion? Ja, keine Ahnung. Ich muss mal kurz weg. Ich mach mal kurz den Leberkäse. Krieg ich noch die Römer. Italiener haben's geklaut von den Griechen und haben's dann einfach nur umbenannt. Nee, die haben alle gegenseitig abgeguckt. Was soll's? Ich schreib's die ganze Zeit falsch. Ich auch. In Leinen steht. Das muss ich auch mal zeichnen. Was ist los mit euch? Davor konnte ich auch nicht schreiben. Aber du hast es doch erraten. Ja, ich hatte Glück mit den Buchstaben. Jetzt hab ich's! Hey, ich hab die richtigen Buchstaben gefunden! Ja, meine 1A-Strichmännchen. Jo! Dann krieg ich auch noch einen Rauschebart hier. Hier, guck mal, hier eine 1A. Die Farbe des Strichmännchens ist falsch. Das sind Strichmännchen, ist ja egal, was für Farbe. Soll ich Hautfarben malen? Soll er nackig auf der Wolke sitzen? Obwohl, zu Zeus wird es passen. Nimm weiß. Den würde ich abkaufen, dass er nackig auf seiner Wolke sitzt. Ist doch dauerhorny. Ja, du zeichnest ja gerne Titties. Ja, aber ich zeichne Frauen, obwohl ich. Der kann sich verwandeln, ich kann ihn auch als Frau einfach zeichnen. Lippe. Wer soll mich aufhalten? Plötzlich bin ich eine Frau. Ja, der hat sich als alles Mögliche verwandelt. Der hat sich als Kühe, als alles andere Getier, Vögel, alles was so geht. Der hat alles mitgenommen. Die griechischen Götter waren eh ein bisschen speziell. Obwohl einige andere Götter halt waren nicht viel besser. Die Mythologien dazu. Ey, das sind Geschichten, aber das ist ja Wahnsinn. Ja, da war doch gefühlt jeder mit jedem verwandt. So wie ja, die waren alle verwandt, da hat auch jeder mit jedem gevögelt und egal ob verheiratet, verlobt oder nicht, egal ob Schwester, Tochter, Schwester, Cousin, Onkel. Wie schreibt man den? Mist, so? Singer. Yeah. Harry Potter? Eine Mariposa. Erzähl doch keinen Quatsch. Lord Voldemort. Es ist Freshty. Nee, das ist eindeutig Snape. Thomas. Snape. Warte mal. Severus Snape. Thomas. Oh, da bin ich. So, oder was? Verdammt. Born. Oh, jetzt kommen sie aber ganz tot, die alten Dinger. Erst bringt hier einer noch von den Klößchen, jetzt sind wir hier gelandet, also. Das ist definitiv First Dumbledore. Soll ich noch was verstehen? Soll das eine Taschenlampe sein, die was da in der Hand ist? Ja. Gar nicht mehr. Also was doch Meister Propper da war. Dumbledore! Hermione? Ja. Severus Snape. What's this mysterious ticking noise? Trennst du den Kopf gerade vom Körper ab? Nein, das soll so ein Unterhemd sein.
Ja, das ja, ist das Wichtige. Mit Weiß auf Weiß? Ja. Sein. Oh Gott, ey. Guck da, jetzt riecht er hier in so einen Schlagschatten, keine Ahnung. Das ist... Da ist da. Ach. Krieg ich so eine Mütze. Dann hätte er aber eine Maske bekommen. Mach mal den Pfeil deutlich. Wo sind meine Blättchen jetzt schon wieder hin? Ja, guck mal, darum geht's. Boah, ich hab den doch sogar farblich angepasst zu dem, was geht. Was willst du von mir? Sterzig, was? Also es geht um das, wo der Pfeil hin zeigt. Ja, fehlt aber noch was dran. Hä? Okay. Da fehlen 4 Buchstaben. Vorne dran. Das Material, Junge! Oh. Wow. Ich wollte nur Uwe hinschreiben. Ich wollte ihn Uwe nennen. Die Seite mir gefehlt. Oh, wie gut, ich konnte es mir aber auch nur deuten durch das, was oben schon aufgedeckt war. Ja! Aber ich hab's auch eh nicht so mit Superhelden und so, aber. Könntest du nicht sie zeichnen mit der Szene, wo sie das Schwert im Kleid hinten hat? Die Szene würde ich kennen. Hat sie einen Umhang? Ich weiß es nicht. Hat sie einen Umhang? Die hat so einen Mini-Umhang. Die hat ein bisschen was um die Schulter rum, aber ich glaube nicht, dass das Umhang zählt. Im Zweiten Weltkrieg Umhang gehabt. Aber ich kenne halt nur die Szene, wo sie zum Ball geht mit so einem offenen Kleid, wo hinten der Rücken ausgeschnitten ist und die hat sich da irgendwie so ein Schwert in die Kimme geklemmt. Das ist total bescheuert. Also ich kenne sie irgendwie mit einem, also irgendwie so ein blauer Rock, dann irgendwie obenrum ein bisschen rot, dann irgendwie so über diesem Rot irgendwie was Goldenes und das war's. Ich glaube, der Rock ist Gold. Nicht. Oh nein, oder? Ich hab's falsch gesehen. Nicht. Oder hatte sie goldene Accessoires, so Beinschienen oder sowas? Ich hab das nicht mitgekriegt. Irgendwie so ein bisschen leicht rote Stiefel mit ein bisschen Gold irgendwie oder so ein Chrom, keine Ahnung, was dann, keine Ahnung.